Hallo und herzlich willkommen zurück hier im MATV Hauptquartier zur Panix Roadshow mit Ikuma Games. Hi. Ja, cool, Ikuma Games. Wie hat es dir gefallen? Deine Eindrücke? Viele hast du gerade gesagt. Ich habe viele Eindrücke. Super. Also die Experience als solche, also ein bisschen durcheinander. Ich kam rein, überall Leute noch, ich glaube die vom Anfang an oder so. Also ganz wild. Also ich glaube noch, manche Leute sind noch von 15 Uhr hier. Ich bin auch eigentlich 16 Uhr und alles. Hier sofort raus. Alles so ein bisschen verschoben. Aber jetzt konnte ich doch ein paar Eindrücke zu den Geräten sammeln, zur Crystal und zur Portal. Mhm. Und ja, ich habe ja gar keine Vorerfahrung mit Pimax. Das war deine erste Pimax? Meine erste Pimax-Erfahrung. Deswegen die Sachen, die andere gesagt haben mit FOV, ist mir zu klein im Vergleich. Okay. Habe ich schon gehört. Kann ich so nicht bestätigen. Aber ich weiß nicht, wie willst du chronologisch oder soll ich einfach erzählen? Erzähl mal. Ja, wir können ja bei der Pimax Crystal anfangen. Okay, ich kann ja mit der Aero anfangen, weil das ist das Erste. Ich hatte, während hier 1000 Leute beschäftigt waren, habe ich die Aero kurz aufgehabt. Hat ja jetzt gerade irgendwas nicht funktioniert, aber ich konnte zumindest schon mal das Bild sehen. Ja. Und alles, was ich gehört hatte vorher, konnte ich jetzt bestätigen. Also Distortions habe ich gesehen auf jeden Fall. FOV war fast unterdurchschnittlich, also im Vergleich zur Pico, die ich jetzt gewohnt bin. Ja, ja. Ist ja, das kleiner, auf jeden Fall. Ja. Und Also die Leute sind ja so begeistert von der Aero und ich war fast schon ernüchtert, als ich das gesehen habe. Es hat halt nichts funktioniert mit dem Tracking und so. Und dann habe ich dann tatsächlich dann die Crystal aufsetzen können mit Flight Simulator und hatte da erstmal Probleme gehabt mit IPD. Ich hatte meine Brille drunter und er hat dann mein IPD eingestellt, der Sweeviver. Und irgendwas hat nicht gepasst. Also ich habe irgendwie geschielt, aber ich konnte schon mal sehen, das Cockpit war super und das war echt klar. Okay. Also das muss ich schon sagen, es kam mir klarer vor als bei der Aero. Mhm. Ich konnte alles sehen, die Farben sind echt gut, die Schwarzwerte sind auch gut. Er hat mir dann nachträglich dann das Local Dimming gezeigt, also den Unterschied. Interessant, ne? Total. Erstmal habe ich nur gesehen, heller und weniger hell. Ja. Dachte ich, ja okay, das ist jetzt einfach nur weniger hell eingestellt. Aber dann hat er mir eine Nachtszene gezeigt und dann konnte ich auch im Cockpit sehen, nee, es ist nicht nur einfach dunkler oder heller, die Schwarzwerte sind besser. Also das Grau von dem Schwarz, was wir so kennen, von LCD, ist auf jeden Fall viel besser. Mhm. Und das war schon cool. Und dann hat er mir das natürlich erklärt, wie das ist, ne, mit dem, dass es einfach günstiger ist. Ne? QLED ist einfach günstiger als OLED-Displays und diese hohe Auflösung kann man damit wohl nicht erreichen. Das war zumindest deren Erklärung. Ja, okay. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Also ich habe kein OLED-Blacks jetzt vermisst, muss ich sagen. Also war schon gut. Ja. Ja. Ja, cool. Und wie sieht's aus mit dem FOV? Also erstmal, du sagst gerade, Aero war so, ja okay, unterdurchschnittlich. Du bist jetzt die Pico 4 gewohnt, ne? Und wie sieht's aus mit dem im Crystal im Vergleich zu Aero? Also es war auf jeden Fall größer, muss ich sagen, zur Aero. Ich weiß gar nicht, was da der Standard ist. Ich glaube Standard, ne? 90, 100? Irgendwie ein bisschen größer, aber okay. Sagen Sie. Das FOV war gut, aber ich konnte die Ränder extrem sehen. Also ich habe die Vive Pro 2 nie gesehen, aber da haben ja die Leute immer von dem Briefschlitz gesprochen und da hatte ich das ähnlich, nur nicht mit dem Briefschlitz, sondern ich habe extrem die Ränder gesehen, beziehungsweise das Bild bei der Aero oder bei der Crystal. Bei der Crystal, okay. Also das Bild war für mich sehr eckig. Extrem eckig. Mhm. Also ich habe mich umgeguckt und es war halt einfach so ein Kasten. Es war ein großer Kasten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich meine Augen einfach so gut gucken können wie so ein Chamäleon. Aber ich habe die extrem gesehen. Und ich glaube, es lag nicht unbedingt daran, dass es nicht groß war. Also ich empfand es als groß. Aber es war derart künstlich eckig, dass es unnatürlich für mich gewirkt hat. Das ist super interessant. Das ist super interessant, ja. Ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und das fällt uns gerade auf, weil bei der Pico ist das super rund. Ja, ne? Wahrscheinlich. Wir sind wahrscheinlich so super an das Runde gewohnt. Ich denke auch, ja. Und, aber es ist in Wirklichkeit ist es sogar ein bisschen größer, finde ich. Aber es ist halt eckig. Genau, genau. Ne? Also man muss sich schon dran gewöhnen. Ich habe dann die Crystal ein bisschen von mir weggehalten. Ja. Da war das FOV natürlich kleiner. Dann war es auf Pico-Niveau. Dann war auch für mich das alles in Ordnung. Dann habe ich keinen eckigen Rand mehr gesehen. Okay. Dann war es okay. Aber dann ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal mit dem großen FOV dann nicht mehr da. Ja, klar. Aber kann man natürlich dann... Ich glaube, man kann sich dran gewöhnen, an dieses Eckige. Wahrscheinlich. Wir sind wirklich an das Runde gewohnt. Ist ja super rund ich bei der Pico. Auch. Ich weiß nicht, welche noch eckig sind, welche Displays. Ja, die Pro 2 von HTC, genau. Ansonsten nicht viele, glaube ich. Ja, weil die G2, die ich hatte, war auch nicht so das Problem damit. Okay. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Nee, ich
wüsste ich jetzt nicht, welche ich als eckig empfunden habe. Okay, Ja. gut. Ja, wie war es so von der Klarheit her? Du hast jetzt die Pico, du hast Ja. dich an den Pico gewohnt, du hast auch schon mal die G2 gehabt. Wie war die Klarheit, die Auflösung? Also, ich habe keine Pixel mehr gesehen. Also Ja. ich muss sagen, wo andere sagen, ich sehe keine Pixel mehr bei egal was, Quest 2 oder G2 oder Pico Sieht man 4. immer noch, wenn Ich, man ganz wenn genau man genau hinguckt, ja. hinguckt, sieht man sie immer noch und ich habe da tatsächlich keine gesehen. Ja. Also wirklich keine. Was ich gesehen habe, war ein bisschen, ich weiß immer nicht, wie man es nennt. Ich nenne es immer Mura. Ich weiß nicht, ob es Mura ist. Dieses Ja. Ja, Dreckige, so ein ja. bisschen, wenn man Ja. sich mitbewegt. Gerade bei Flight Stimmt. Simulator sieht man das natürlich mit dem hellen Genau. Bild. Das Richtig. habe ich aber auch bei der Pico 4. Bei der G2 fand ich das extrem. Deswegen, ich vermute mal, das sind die gleichen Displays, weil die Auflösung ist genau gleich und das Von wem? G2 und Pico 4. Ich finde das Bild sehr Ach so. ähnlich. Linsen Ach sind so, nee. Nee, unterschiedlich. nee, nee, nee. Das sind andere Okay, Displays, ja. aber die Form des Muras ist mir da zum ersten Mal Okay. aufgefallen. Bei der G2 und bei der Okay. Pico 4 sehe ich das auch und da Und habe hier ich es jetzt auch auch bei der gesehen. Crystal, okay. Ja, also das macht es natürlich so ein bisschen, das Bild ein bisschen kaputt, finde ich. Aber das haben anscheinend viele. Er meinte, die wollen da irgendwas softwaremäßig noch Okay. verändern. Ich wäre nicht der Einzige, der es gesehen hat. Aber in der Ja. zweiten Demo mit Skyrim habe ich das nicht gesehen. Also da, Okay. wo alles, wo viele So Eindrücke viele, viele sind. Farben, dann sieht man das nicht Genau, das genau. habe ich bei der Pico 4 auch. Man gewöhnt sich Ja, dran ja. und dann ist es kein Thema. Aber dann ist halt wirklich alles wirklich klar. Also vom, ja, die Linsen, das Display fand ich gut. Keine Distortions, super Klarheit. Das ist interessant, ne, mit den Distortions. Ne? Ja, Also, total. Also, ich habe auch keine gesehen. Ich habe, ja. also normalerweise ist das das Problem bei Pimax, ne? Mit den Distortions am Rand, aber hier jetzt nicht mehr. Nee, gar nicht. Also, ich hätte jetzt auch welche erwartet, einfach, weil je größer das FOV, desto mehr Distortions und man Ja. ist es ja von Pimax gewohnt Ja, anscheinend. genau. Aber da, ich habe Ja. keine gesehen. Also, klar, es wurde irgendwann unschärfer, wie man es kennt, aber nicht so diese Wölbung. Die war bei Aero so krass. Also, ich empfand das als sehr negativ. Ich weiß gar Okay. nicht, wie Leute das so abfeiern können. Ja. Weiß nicht, wenn man einen Film guckt, vielleicht und nur noch geradeaus guckt, dann geht's vielleicht. Aber wenn man Das sich umschaut. war vorher, vor dem Update noch viel schlimmer. Es ist jetzt schon ganz Okay, gut. Ja. passt, ja. Interessant. Ja, es ist sehr individuell. Ne? Hm. Einige finden das halt schlimm, einige finden das okay. Aber es ist gut, dass es jetzt bei der Crystal ist es wirklich nicht. Ne? Also da gibt es keine Verzerrung. Nö, gar nicht. Also, Das ist. also es fühlte sich schon insgesamt alles sehr, sehr beta an, muss ich sagen. Also Okay. die ganze Was genau? Verstellung, die haben auch, Ja. also ja genau, die Verstellung, ich fand es nicht bequem, muss ich Okay. sagen. Aha. Also ich habe das Gefühl, ich musste noch einiges da verstellen, weil Ja. meine Augen konnten sich nicht ausruhen sozusagen, Okay, obwohl ja. das Bild so klar ist. Deswegen, als ich es weggenommen habe, dann war es angenehm, aber Ja. irgendwie drangezogen fand ich Ist noch sehr irgendwas mit den unbequem. Augen, was nicht so richtig ist, ne? Irgendwas stimmt da nicht, genau. Irgendwas Ja, stimmt da nicht immer. dieses leichte Hatte ich Schielen, auch genau. das Gefühl hatte ich auch noch irgendwie. Das hat Ich er habe auch gesagt, das dass dir IPD das ist nicht so aufgefallen ist. richtig, ist irgendwie nicht so richtig eingestellt oder was? Irgendwas stimmt da nicht, ja, Ja. das hatte ich auch das Gefühl. Er hat auch gesagt, dass dir das aufgefallen ist mit Brille und ohne, dass da Ja, irgendwie ein mit Brille. Unterschied war. Komischerweise war es mit Brille anstrengender für meine Genau, Augen. Für das dich hatte auch, ich auch. oder? Ich habe die Brille dann abgenommen. Ich habe ja extra diese VR Lens Lab, diese man Ja, habe so ich auch, ja. ran slappt quasi. Und dann hat er mir das auch gesagt. Hier, Sebastian hat das auch gesagt, nimm das Ja. mal ab. Und dann ging es Genau. tatsächlich. Und auch da war es komisch. Das Cockpit war total scharf. Meine Augen waren ganz Ja. entspannt. Gucke ich raus, alles komisch. Ja, Ja. ich habe das Gefühl, dass in den Linsen irgendwie schon Dioptrien drin sind. Weißt du, was ich Ja, meine? okay. Das ist ja irgendwie, das ist nicht so neutral. Das würde es erklären, dass wir mit unseren Brillen da noch mehr Probleme haben. Ja, das kann sein, ja. Ne? Da müssen, ist noch Irgendwas nicht stimmt da nicht, Pimax, die aber müssen da noch was machen. Ne? die Einstellung, wo man sowas immer hört, ne? Paar Macs Ja. sind es ja gewohnt, man muss immer irgendwas einstellen. Vielleicht, da ist ja dieses Tool, ich habe gesehen, dass er da was machen konnte. Wahrscheinlich hätte ich da irgendwas rumdrehen können, aber Ja, das keine erwartet man Ahnung. ja von der Crystal jetzt nicht, ne? Man erwartet jetzt, muss laufen. Ja, das ist immer Kein. die Pimax-Sache. Ja, Ja. gut. Noch was zu Crystal oder möchtest du über die Portal was sagen? Ach, wie viel Zeit haben wir denn noch? Was haben wir denn? Jetzt haben wir 10 nach 6. 10 nach, okay. Ich muss mich sputen. Ich kann ein bisschen was zu Portal Ja, dann kannst noch du dann, erzählen. ja, mach. Genau, weil ich bin ja auch ein Handheld-Guy. So ein bisschen Steam Deck-Krams habe ich auf meinem Kanal auch. Okay. Hab die eben auch rausgeholt und alle wollten mein Steam Deck sofort sehen. Ist Also ziemlich scheint nicht geil. so Ist bekannt ziemlich zu geil, sein, ne? ja? Ich Ziemlich finde es immer geil. noch klasse. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was das Ganze soll mit dem Portal. Okay. Wenn man das Portal als Handheld sieht, bin ich fein damit. Das sieht interessant aus. Also es ist echt, kann man ja schon mal sagen, es gibt es wirklich. Ich habe es gesehen und Ja. getestet. Man kann es halt auch bedienen und so, es ist Genau. echt. Es fühlt sich okay an, also wie so eine Switch, auch von der Qualität her. Also es ist jetzt nicht Steam Deck High Quality Pro
mäßiges so wie die Switch, Ding, echt. Wie die Switch. Hab ich auch gedacht, so, hey, das ist ja, ja so vom Bildquality, ne, sehr ähnlich. Genau, genau. Nicht herausragend, aber ja, das Ding soll ja 299 kosten. Ja. Jetzt im Kickstarter zumindest, soll ja wohl ja, danach irgendwann teurer exakt werden und so. Ja. Aber so wäre das erstmal okay, als, das habe ich von einigen da gehört, total legitim für Emulatoren, für APKs, für ja, Streaming. Für, du kannst dein Handy theoretisch nutzen, habe ich gehört. Also im Prinzip ist es ein reines Android Smartphone, nur ja, dass ja du halt keine 5G-Connectivity hast. So. Mhm. Das heißt, du kannst damit alles machen für den Preis mit dem super Display. Also das Display ist wirklich, wirklich gut. Ja. Mir persönlich ein bisschen zu klein. Ich bin mein Steam Deck gewohnt. Aber da muss ich dann auch wieder sagen, gut, wenn es wirklich so günstig ist, kann ich es verstehen. Aber das Ding hat so viel Scheiß da drin. Wofür hattest du so eine hohe Auflösung? Ach so, ja. Okay, das Coolit sieht gut aus mit den Schwarzwerten, das ist nett. Aber mit den Kameras hinten, da ist so viel Zeug da drin. Ja, das Zeug ist halt für VR. Genau. Ne, für die, wenn du dann das reinsteckst, ne, dann. Genau. Das habe ich mal gemacht. Ganz mal kurz. Ist das nur die einzige Demo? Ich habe die noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe nur das, wenn diese, man so rumguckt, in diesem Horseshoe-Band. Genau, das ist auch das Einzige, was ich jetzt okay sehen konnte. Okay. Ich weiß nicht, ob die noch mehr haben. Ja. War, wie gesagt, ein bisschen durcheinander. Ja. Ich habe jetzt nichts testen können. Ja, ist. Ich glaube, was sie abzielen wollen, das haben die auch so kommuniziert, die wollen neue Leute erreichen, ja, ist nicht die ein Handheld haben. Aber wenn man schon ein VR-Headset hat, dann braucht man das nicht. Ich glaube natürlich es nicht. Es sieht nicht besser aus. Ja. Die Controller, also das funktioniert nicht. Also okay, der rechte Stick, der ist so weit nach außen, das haben wir schon viele festgestellt, wenn man ja diese Joy-Cons da abnimmt und dann in diese Cups ja steckt. Man kommt mit dem Daumen nicht an den Stick. Ach so, okay. Das ist, okay, das muss ich noch testen. Ja. Aber es wurde schon gesagt, theoretisch würden die Crystal Controller auch nativ funktionieren. Ah, okay, das also, ist wenn man besser die okay zusätzlich kaufen kann, besser, irgendwie, ja, dann kann man ganz normale okay Controller nutzen, genau. Okay. Aber ja, wenn man schon eine Pico 4 oder eine Quest 2 hat, dann sehe ich da keinen Grund, das Ding zu nutzen. Und da war auch jetzt nur ja, mit einem Softstrap, klar, wenn das mit dem Akku nochmal ist, ja, aber gab es jetzt hier noch nicht. Haben sie auch dabei. Ah, okay. Ja. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, ja, fürs Handheld wirklich für den Preis, aber dann frage ich mich, könnten sie es theoretisch noch günstiger machen, wenn der ganz andere Scheiß nicht dabei wäre? Das ist so. Bestimmt, ne, weil er ja so viele Kameras nicht drin. Ja, genau. Das ja. Ja, es ist ja nicht für uns gemacht. Es ist also nicht für euch und nicht für uns. Aber es bleibt dabei, wer soll das entwickeln? Also die gleiche Kritik, die ich vorher schon hatte, bleibt, ja, auch wenn ich es jetzt gesehen habe, dachte, es funktioniert, es ist ein akzeptables Gerät. Aber es fühlt sich immer noch an wie so ein Gimmi. Eigentlich was für Leute, die eine Spielerei haben wollen, aha, die ganz viel ausprobieren wollen, aber ja, nicht für die, die sie eigentlich erreichen wollen. Nämlich die Leute, die ein Gerät für alles haben wollen. Hm. Dafür wird niemand was entwickeln. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich kann es mir auch schwierig vorstellen. Ganz kompliziert, mal ja schauen. Ja. Ja, aber schön, dass du so viele Eindrücke bekommen hast. Ja, ich habe noch mehr konntest zu erzählen. Ja. Also, was hast du noch zu erzählen? Ich habe gar keine Zeit. Ja, okay. Ich muss gleich los, wirklich. Also mein, okay, mein Zug fährt bald. Alles klar. Ja, okay, und danke für die ersten Eindrücke. Sehr gerne. Ist ja eigentlich doch positiv, ne? Im Großen und Ganzen. Ja, wenn es nicht so bleibt, also gerade Bildqualität ja, und so. Ja, natürlich, wir müssen noch was machen. Genau, aber ich kann mir nicht sicher sein, weil wir wissen viel von Pimax, dass Sachen auch 10 ja Jahre brauchen, bis sie irgendwie verbessert werden. Wir müssen das finale Ding mal abwarten, aber genau, ich finde es gut, dass sie uns den ersten Blick gewährleisten. Auf jeden Fall, ich fand auch, genau, das muss man vielleicht dazu sagen noch als Schlusswort. Ich fand die sehr offen auch in der Art und Weise, wo sie sind, was kommt noch, woran arbeiten sie, also mhm, sehr offen. Es ist irgendwo so ein Beta-Start gefühlt. Aber denen ist das auch klar, habe ich das Gefühl. Also die sind einfach, die sehen sich als Enthusiasten für Enthusiasten so. Ja. Und das fand ich sympathisch, muss ich sagen. Ja, ja, das sind nette Leute. Ja, genau, toll, total. Ja, danke, dass du hier warst. Sehr und gerne. Das, und für das Interview. Und ja, hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ne? Und ja, wir sehen uns beim auf nächsten Mal hier wieder. Mach's gut. Tschüss. Ciao.